Das ist der Radio 7 Fan Talk. Nach dem Heimsieg gegen Fit One Würzburg Baskets, so muss ich mich aus dran gewöhnen. Wir freuen uns, dass er hier bei uns ist, unser frisch gebackener Co-Kapitän, unsere Nummer 14, Philipp! 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 Hi, die haben deinen Namen nicht verlernt. Hallo Philipp, schönen guten Abend. Guten Abend. 3-0. Wie fühlt sich das an? Wie seid ihr reingestartet aus deiner Sicht in die Saison? Na, ich meine, mit einem 3-0 startet man immer erst. Okay, danke schön. Das war der Radio 7 Fan-Talk. Nein, ich bin der Meinung, wir spielen bislang sehr, sehr schönen Team-Basketball. Wir spielen sehr physisch und das dürfen wir nicht vergessen. Also das müssen wir weiterhin durchziehen und dann können wir, glaube ich, noch einige Siege einfahren. Also, ich spreche jetzt mal als Fan. Ja? Ich gucke dazu. Dann, du sagst, wir spielen schönen Team-Basketball. Ich denke, manchmal ist es Team-Basketball aber noch nicht so ganz schön. Aber man sieht, dass ihr euch reinhängt. Von dem ersten bis zum letzten Moment. Das ist wirklich was ganz Unglaubliches, oder? Die ganze Saison jetzt schon, die drei Spiele. Man hat wirklich das Gefühl, auch wenn es mal nicht läuft, völlig egal, da wird weitergespielt, weitergekämpft für den Mitspieler. Das vom ersten Tag an zu haben mit einem neuen Team, hattest du das schon so mal bei einer Mannschaft? Schwer zu sagen. Also wir sind wirklich dieses Jahr ein richtig, richtig gutes Team. Wir verstehen uns sehr gut. Wir kämpfen füreinander. Wenn jemand vielleicht mal einen Fehler macht, dann bügeln wir das zusammen aus. Und das ist, glaube ich, wirklich, was uns bislang ausmacht in den ersten drei Spielen. Du bist ja jetzt mittlerweile schon ein Elder Statesman. Ja, du bist als sehr junger Spieler zu uns gekommen. Du bist jetzt Co-Kapitän. Du hast eine andere Rolle erstmal im Team und auch auf dem Platz. Da kommen wir vielleicht gleich noch dazu. Wie füllst du denn deine Rolle aus oder was hat der Coach zu dir oder was wird da gesagt? Du bist jetzt Co-Kapitän und wenn Tommy krank ist, dann musst du aufgehen so immer rufen oder wie läuft das? Ja, also es war ein bisschen überraschend, wenn ich ehrlich bin. Es war kurz vorm ersten Testspiel hat er quasi das verkündet, dass ich jetzt Co-Kapitän bin. Aber ich meine letztendlich, mir war bewusst, dass ich ein bisschen mehr Verantwortung übernehmen muss. Mehr kommunizieren muss mit allen, vor allem mit den Jungen, die jungen Spieler ein bisschen an die Hand nehmen vielleicht. Ne? Die jungen Spieler? Dazu gehöre ich nicht mehr. Ne? Ja, das stimmt. Deswegen, ich muss vielleicht so ein bisschen mehr so eine kommunikative Rolle übernehmen. Das habe ich mir auch vorgenommen von Beginn an, auch vom ersten Tag an der Preseason. Und vielleicht hat Coach es einfach so ein bisschen so gesehen, dass ich mich da ein bisschen reinhänge. Man hat auch so das Gefühl, du bist 2-3 Zentimeter gewachsen und die Schultern sind ein bisschen breiter. Kommt mit dieser, das ist wie bei Spider-Man, weißt du, mit großer Kraft kommt große Verantwortung. Kommt mit der Verantwortung auch so mehr Selbstbewusstsein, wenn man sagt, da zählt einer auf mich, ich spiele eine wichtige Rolle fürs Team, weil was passiert da im Kopf? Ja, erstmal natürlich sehr schön, dass der Trainer einem einfach das Vertrauen schenkt. Aber für mich persönlich auch einfach sehr wichtig, dass ich dieses Mal eine Vorbereitung komplett mitmachen konnte. Ohne Verletzungen, mal wirklich mal wieder Rhythmus kriegen, mal 2-3 Wochen am Stück trainieren, ohne Pause, dass man so ein bisschen konditionell und von der Kraft her auch einfach wieder ein bisschen besser reinkommt. Jetzt ist es aber auch so, du spielst ja auf dem Platz eine andere Rolle, du spielst jetzt auf der 5 zurzeit. Wie ist das? Ich meine, du bist ja gekommen so als Spieler, der auf dem Flügel spielt, wahnsinnige Shooting-Qualitäten hat und jetzt musst du da die Chris Ensminger Gedächtnis-Spitzen-Ellbogen unterm Korb auspacken und man hat so das Gefühl, das macht dir Spaß. Ja, letztendlich versucht man natürlich immer seine Vorteile so ein bisschen rauszukriegen. Für einen Flügel bin ich wahrscheinlich zu langsam mittlerweile, deswegen mussten wir ein bisschen unter den Korb gehen. Aber das ist ja von der Körperlichkeit ist ja schon nochmal eine Schippe drauf, oder? Du bekommst ja damit mit Gegenspielern zu tun, die einfach auch über den Körper sich definieren. Wie ist dann auch dein Training anders oder wie läuft das? Naja, man muss dann halt auch da seine Vorteile sehen. Natürlich sind die kräftiger, dafür bin ich dann definitiv schneller, beweglicher, vielleicht so einen anderen Spielstil als so ein normaler Fünfer. Das ist ein ungewöhnlicher Look für Fünfer und deswegen, ich musste einfach versuchen, dann die Vorteile, die ich habe, daraus zu nutzen. Jetzt haben wir ja gar keinen so einen klassischen. Ich meine, Marcio spielt auch ganz anders, dann spielt Isaiah noch auf der 5, dann spielt Noah noch auf der 5. Ihr seid ja eine wilde Center-Truppe da. Wie kommt ihr denn untereinander klar? Sind da die Rollen eindeutig abgetrennt oder abgegrenzt gegeneinander? Nee, überhaupt nicht. Das ist ja auch das Gute, wenn mit Noah oder mit Isaiah oder sonst wem, also mit allen, das ist alles so tauschbar, dass mal einer 4 spielt, einer 5 spielt, je nachdem wie die Vorteile gerade sind und ja, da müssen wir einfach variabel bleiben.
Wir haben jetzt gerade über Isaiah gesprochen, der kommt mit 150 NBA-Spielen. Marcio Santos hat in Südamerika 5 Titel gewonnen, aber ist zum allerersten Mal außerhalb von seinem Land, ist noch jung, 21. Ben, der wirkt irgendwie, als ob er schon 30 Jahre Basketball spielt, der ist 18, Noah ist 17. Das ist ja wirklich dieses Jahr unter dem Aspekt eine vogelwilde Truppe. Was glaubst du, woher kommt es, dass trotzdem dieser Kleber, dieser Team-Spirit von Anfang an da war? Hast du ein Gefühl dafür, woher das kommen kann? Also ich bin der Meinung, unser Trainer vermittelt uns das einfach sehr, sehr gut. Er hat von Anfang an gesagt, wir müssen füreinander da sein, und er verlangt das auch sehr oft von uns, dass wir einfach immer wieder da sind. Das sind so Kleinigkeiten, irgendwie sich für den anderen mehr freuen, noch ein Handshake geben und so. Es sind einfach viele Kleinigkeiten, die er von uns möchte, und das bringt das Team auch einfach mehr zusammen. Es ist auch emotional, sage ich jetzt mal, zu Jaka und Anton ein gewisses Upgrade. Die zwei waren ja sehr, sehr ruhig immer, auch in der Körpersprache. Der verteidigt nicht nur mit, sondern ich habe ihn heute schon zweimal gesehen, wie er auf den Fanblock zugerannt ist und am liebsten eine Laola angefangen hätte. Ist es auch im Training so, oder ist es vor allem im Spiel so, dieser emotionale Teil, Harrison, wie du ihn erlebst? Also natürlich auf jeden Fall erstmal im Spiel. Es ist auch schön zu sehen, einfach wenn ein Trainer sich quasi mitfreut, wenn wir gerade einen Run haben. Ja, das pusht einen natürlich dann auch, dass man sieht, dass der Trainer einfach komplett dabei ist. Ich habe mich gewundert, dass er heute das Jackett nicht ausgezogen hat. Ich habe ihn gefragt, aber er hat gesagt, er muss noch Luft nach oben haben. Also, ja. Wenn ihr noch Fragen habt an Philipp, dann könnt ihr das gerne tun. Gerne Handzeichen. Oh, Jesus. Ich fange hier mal an, ich komme mal rüber. Bitte kurz den Namen und was du wissen möchtest. Mein Name ist Max, und welches ist dein Lieblingsbasketballteam aus der NBA? Mein Lieblingsteam sind die Dallas Mavericks, aber das natürlich jetzt auch wegen Doncic, aber natürlich durch Dirk Nowitzki damals, als ich das erste Mal überhaupt NBA-Basketball geguckt habe, war so die Zeit, wo die in den Finals waren, wo die Championship geholt haben, und deswegen die Dallas Mavericks. Nächste Frage, bitteschön. Hallo, mein Name ist Watanasiri Upata. Sorry. War das jetzt der falsche Name, den du gesagt hast? Nein. Nein, mein Name ist Watanasiri. Okay. Und wir vier haben eine Frage. Was hat dich inspiriert, Basketball zu spielen? Oh, spielt ihr zusammen Basketball? Du spielst Basketball und ihr seid der Fanclub, oder? Ja. Und Watanasiri ist die Einzige, die den Mund aufkriegt, wenn einer mit dem Mikrofon kommt, oder wie? Also, was hat dich inspiriert, Basketball zu spielen? Meine Mutter, die nicht draußen stehen wollte beim Fußballspielen. Also, meine Mutter hat selber schon Basketball gespielt, und ich habe dann auch so ein bisschen, wir hatten damals eine Zweitliga-Damenmannschaft, ich habe ein bisschen zugeguckt, aber also ich habe gedacht, du hast mitgespielt. Nee. Ja. Aber wie jeder Junge wollte ich natürlich Fußball spielen, aber ich habe dann mal Basketball ausprobiert, und das ja hat mir relativ viel Spaß gemacht. Und die Mama ist trocken geblieben, umso besser. Bitteschön. Mein Name ist Julian, und welche Schuhe würdest du mir empfehlen? Welche Schuhe würden Sie mir empfehlen? Philipp Herkenhoff, Schuhverkäufer bei Herzen von Wollen. Auf jeden Fall Adidas Schuhe. Liebe Partner von Adidas Kicks, ich schlage als Mitarbeiter des Monats Philipp Herkenhoff vor. Herzlichen Dank. Bitte schön. Ich heiße Finn, und wer ist dein Lieblingsspieler in der NBA? Ich glaube, ich habe gerade Luka Doncic so ein bisschen durchgehört. Schwierig. Auf jeden Fall Luka. All time, auf jeden Fall Dirk Nowitzki. Aber jetzt gerade denke ich schon Luka, ja. Obwohl der so ein bisschen so ein schlampiges Talent ist? Oder macht es das gerade aus? Ja, ich glaube schon. Also ich glaube wirklich, dass er dadurch nochmal besser ist. Weil wenn er dann noch verteidigen würde, dann wird er in der Offense nichts mehr hinkriegen. Ja, okay. So, eine Frage hier noch. Mein Name ist Lukas, und was war dein schlechtester Moment in deiner Karriere? Oh, Lukas, der schlechteste Moment. Ich glaube, ich weiß, was er sagt. Ja, definitiv meine Verletzung. Ja. Also das war sehr hart, das war vor knapp etwas mehr als 2 Jahren. Und ja, ich meine, was soll ich dazu sagen? Das waren Schmerzen, die ich noch nie erlebt habe. Natürlich krempelt das ganze Leben erstmal einmal komplett um, und ja, darauf muss man dann erstmal klarkommen. Da muss man auch sagen, dass Philipp, ein Jahr warst du verletzt, gab viele Rückschläge. Ich weiß noch, du hast mir immer so leid getan, wir sind ja
bin ja fast schon Großvatergeneration für dich sozusagen. Und habe dann immer wieder dein Gesicht gesehen und dann aber natürlich zurückgekommen und dann die Meisterschaft gefeiert. Insofern war es dann so ein kleines Trostpflaster hinten drauf, oder? Ein bisschen, ja. Ja, ein bisschen. Wirklich schwere Verletzung. Noch eine Frage, jetzt machen wir da hinten noch eine, bitteschön. Wurdest du schon mal geankle-breaked oder hast du jemand geankle-breaked? Jetzt musst du erstmal erklären, was ein Ankle-Breaker ist, wenn hier keine Fans dabei sind. Also das weiß jeder. Hand hoch, wer nicht weiß, was ein Ankle-Breaker ist. So, das zum Thema, das weiß jeder. Also ein Ankle-Breaker ist, wenn man quasi einen Handwechsel macht, der quasi dafür sorgt, dass der Gegenspieler hinfällt. Würde ich so erklären, ja, oder? So kann man sagen, ja. Ich habe heute einen gesehen, glaube ich, auf dem Platz. Wenn ich eines passiert, ja. Aber leider nicht bei uns. Ich selber hatte noch keinen kassiert zum Glück, dass ich auf dem Boden lag. Also natürlich als Großer von den Guards kassiert man öfter mal, dass die einfach an einem vorbeilaufen. Aber ich habe tatsächlich mal einen gehabt, aber ich weiß nicht, ich glaube, der hat einfach über seine eigenen Füße gestolpert. Also es sah mehr nach mehr aus, als es war. Du bist ja jetzt nicht so der Ballhändler. Nee, überhaupt nicht. Nee, überhaupt nicht. Ja, Philipp, nochmal, es ist schön, dich gut gelaunt hier zu haben, dich gesund hier zu haben, dich in deiner neuen Position zu sehen, dieses Team zu sehen, das sich zerreißt für die Mitspieler. Und nochmal, wir stehen 3-0. Jetzt bin ich mal sehr gespannt. Lass uns noch zwei Ausblicke kurz machen. Dienstag geht es gegen Badalona, die ein unfassbar gutes Team haben in dieser Saison. Habt ihr euch da schon ein bisschen was angeguckt oder gab es noch kein Video oder noch gar nichts? Nee, wir haben uns bislang nur auf Würzburg vorbereitet. Wir haben auf jeden Fall, als wir in Polen gelandet sind, haben wir alle zusammen so ein bisschen das Spiel gegen Hapoel geguckt, im Eurocup. Aber auch auf unglaublich hohem Niveau, ja, natürlich auch mit Hapoel. Ja, aber es ist halt spanischer Basketball. Badalona ist immer ein starkes Team, spielen sehr, sehr gut zusammen. Ja, also einfach spanischer Basketball ist einfach wirklich sehr, sehr schön anzuschauen. Also wir hätten noch Tickets für Dienstag. Ja, und dann der Klassiker und auch noch mit John Patrick zurück. Dreckiger Ludwigsburger Basketball. Das ist immer eine Herausforderung. Das kann man schon sagen, weil die promoten es ja selber, dass sie so spielen. Sag mal, aus Spielersicht, was ist denn so ein Ludwigsburg-Spiel? Weiß man dann einfach, ich gehe da mit 20 blauen Flecken heute Abend nach Hause? Ja, definitiv. Also es ist einfach so. Aber ich meine, wir sind gut vorbereitet. Wir haben jetzt, Würzburg spielt auch nicht ohne. Chemnitz spielt auch nicht ohne. Polen war auch nicht und schlecht. Ich muss sagen, ja, für ein Eurocup-Team hat Polen, also das hat das Sopot auch sehr, sehr physisch gespielt. Also, glaube also ich, sind eine gute wir ganz Vorbereitung, eine gute Vorbereitung für Lubo. Wir freuen uns auf, auf eine tolle, großartige Saison mit unserem neuen Co-Kapitän. Philipp! 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 Das war der Radio 7 Fan Talk. Dankeschön, Philipp. Danke. Und jetzt gerne noch Autogramme, Fotos, Umarmungen. Tanzen auf dem Tisch, was ihr wollt. Macht's gut.